Mit Hightech werden an der Landwirtschaftsschule Klessheim Rehkitze gesucht, damit sie im Frühjahr von den Mähwerken nicht verletzt oder getötet werden. Wie das rasch und effektiv mit Drohnen und Wärmebildkamera funktioniert, erklären die Walser Jäger den Landwirtschaftsschülern. Wir haben immer schon mit Jägerschaft zusammengearbeitet, nur früher war das eben aufwendiger, man hat ganz viel Leid braucht dazu. Und mit der Drohne ist es einfach ganz einfach möglich, dass man die Rehkitze ortet und dann auch rettet. Es ist auch unsere Pflicht, dass wir das die Dirndl und Burm bei uns an der Landwirtschaftsschule erklären, wie einfach das eigentlich schon möglich ist, um Tierleben zu retten. Sogar sehr gut im Gras versteckte Rehkitze werden mit der Drohne rasch gefunden. Wir heute sind wir um 5:30 in der Früh starten. Fliegen den Wiesenteil oder diese Wiese ab, systematisch ab. Und wenn da jetzt irgendwas drinnen ist, dann zeigt es uns das ganz leicht und rot an. Und mit der Drohne ist es so, du kannst so einen großen Teil innerhalb kurzer Zeit abfliegen und ist eigentlich wirklich die einzig effektive Möglichkeit, dass wir die Rehkitze retten können. Mit der Drohne, das habe ich oft gesehen, aber nie wirklich selber umgesetzt. Wir machen das daheim so, dass wir einfach selber über die Wiesen gehen. Und so die Kids aussuchen. Das wird immer effizienter, immer billiger. Also mit der selber auch zahlen, das daheim umsetzen. Das sind ja die Landwirte von morgen quasi. Und wenn die schon mitkriegen, dass das eigentlich in der heutigen Zeit technisch so möglich ist und so einfach ist, dann hoffen wir halt, dass das daheim bei den Eltern weitergeben und dass es halt ein bisschen auch Schule macht, das Ganze. Vor allem für mich als der, was da mit dem Traktor selber macht, der fährt mit einem ruhigen Gewissen. Weil sonst bist du immer wieder mit dem konfrontiert, dass eigentlich jederzeit wo was sein kann. Und man fährt einfach mit einem ruhigen Gewissen ins Gras rein.